vor uns fährt Mr. Swaggy McPee. Swaggy McPee mit seiner Familienkutsche. Ich halte Stress nicht aus, ich will jetzt etwas trichtern. Yes, man. Das ist wirklich hoch. So. 40 Meter Schlauch. Heute werden wir die Schmutzkes herausfordern. So richtig. Wir haben 40 Meter Schlauch. Von da oben direkt hier in Mr. Dubs Mund. Extra gebaut für die Challenge, den Turm. Wir bereiten gerade einen Schlauch vor zum Trichtern, zum Bierpong. Weltrekord, Bierpong, Weltrekord. Höhenweltrekord. Bei mir steht Dr. Dust vom Trichter-Institut aus Graz. Herr Dust, bei diesem Versuch kann da irgendwas schief gehen? Ja. In der Tat habe ich mir die Situation genau angesehen. Die körperliche Form der Jungs ist sehr gut, sehr gut. Ich glaube und bin mir auch sehr sicher, dass den Jungs körperlich kein Schaden zugefügt werden kann. Von meiner Seite her das okay. Also ein Go. Ein Go, ja. Dankeschön, zurück ins Studio. Oh. So, die Vorbereitungen laufen. Der Schlauch ist angeschlossen. Also 4-4, oder? Ja. Dieser Versuch wird natürlich von einem Notar überwacht, damit er auch ins Guinness-Buch eingetragen werden kann. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie werden das Ganze überwachen? Ja, genau. Wir sind hier sehr genau. Wenn es um einen Weltrekord geht, werden wir das genau in die Lupe halten, was hier geschieht. Und hoffentlich einen Weltrekord bestätigen können. Sehr gut. Dankeschön. Dann werden wir jetzt wohl beginnen. Tom Petting ist bereit. Der Trichter ist bereit. Wir fordern Schmutzkehr raus. Okay, Herr Notar. Die Daten sind aufgenommen von mir. Es ist spannend, aber ich kann Ihnen gratulieren. Wir können hier einen neuen Weltrekord bestätigen. Also haben wir den von Schmutzki eingestellt? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Yeah! Yeah!